Hi ho, hi ho und herzlich willkommen zum neuesten Unboxing-Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal, Freunde. Wenn ihr hier neu sein solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr rechts unten auf den Abo-Button klicken würdet. Damit abonniert ihr meinen Kanal und verpasst kein Video mehr, welches ich in Zukunft hier für euch rausbringen werde. So, wie immer, wir fangen sofort an. Und zwar haben wir heute die TGI Fridays Crunchy Fries Extreme Heat. Das hört sich sehr gut an. Also, die sollen ziemlich scharf sein. Kartoffelsticks mit scharfem Chili-Geschmack steht in der Artikelbeschreibung bei World of Sweets, wo ich die auch gekauft habe. Wie immer kein Product Placement, keine bezahlte Werbung und auch kein Sponsoring. Ich habe die Dinger für mich gekauft und für euch, damit wir die gemeinsam jetzt mal auspacken. Dann gucken wir uns die an. Ich werde die dann probieren und dann werde ich euch sagen, ob die wirklich so scharf sind, ob mir die schmecken und vor allem, wie die schmecken und ob sich das in meinen Augen lohnt, die zu kaufen. Okay, also bezahlt habe ich dafür 2,49 €, nicht gerade günstig, für eine 127,6 Gramm schwere Packung. Gibt es hier nirgends zu kaufen, die sind aus Amerika, die Dinger. Vielleicht in gut sortierten Geschäften. Ich habe die bei uns hier allerdings noch nirgendwo gesehen, deswegen, wie gesagt, online gekauft. Wie immer, gucken wir uns jetzt die Rückseite mal zusammen an. Wir haben eine Nährwerttabelle hier an der Seite. Und wie immer, da die Dinge aus Amerika kommen, einen kleinen Aufkleber, der das Ganze hier nochmal ins Deutsche übersetzt, von den Zutaten her. Und wie gesagt, hier nochmal die Nährwerttabelle. Für die Leute, die sich dafür interessieren, die können wie immer an dieser Stelle gerne mal eine Pause einlegen hier, sich das genau durchlesen. Aber wer mich in meinem Kanal kennt, der weiß ganz genau, hier geht es nur um eins, den Geschmack. Und deswegen, wenn wir die jetzt sofort öffnen, zack, auf damit. Raus damit. Oh ja, okay. Ziemlich klein. Ich hätte jetzt gedacht, die sind irgendwie etwas größer. Beziehungsweise was dicker. So, ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs erkennen. Die sehen auf jeden Fall ziemlich gut gewürzt aus. Wir probieren sofort. Ja. Ja, es ist leicht scharf auf jeden Fall. Also, jetzt kommt es ein bisschen. Ja, ist okay. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so die mega krasse Schärfe. Kann man auf jeden Fall gut essen. Nehmen wir mal noch einen. Ja. Oh doch. Auf jeden Fall ganz gut. Wir hatten natürlich hier noch ganz andere Kaliber schon mal gehabt. Deswegen kann man das jetzt relativ gut vergleichen. Also den würde ich geben auf einer Schärfeskala von 1 bis 10. Ja. 3 bis 4 allerhöchstens. Allerhöchstens. Wobei 10 die Nüsse waren, die wir hatten. Mit dem guten Carolina Reaper Chili. Die waren ja wirklich extrem. Das waren meine 10. Und wie gesagt, die bewegen sich so bei 3 bis 4, würde ich sagen. Nicht viel mehr. Aber sie schmecken gut. Wie gesagt, sie sind sehr gut gewürzt. Ein bisschen rauchig auch, würde ich sagen. Na doch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die zu kaufen. Die werde ich auf jeden Fall auch schön abends essen. Bei einem Bierchen, guten Film dabei gucken oder so. Ich denke mal, das passt. Alles klar, Freunde. Das war's schon wieder mit dem kleinen Video. Schreibt mir mal Kommentare. Habt ihr auch schon mal was gegessen von der Firma? Mögt ihr scharfe Sachen generell? Habt ihr Vorschläge, Anregungen für mich, was ich hier noch testen kann? Testen soll, scharfe Sachen, irgendwas Ekliges? Keine Ahnung. Ich probiere alles. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten. Und bis zum nächsten Mal, euer Atzenberger und haut rein.